Shalom zusammen. Es gibt viele Bücher und Videos über die Freimaurer, doch heute wollen wir uns mal mit einem Dokument von einem Freimaurer beschäftigen, nämlich von James Anderson. James Anderson, geboren 1678, gestorben 1739, war nicht nur ein Freimaurer, sondern auch der Verfasser der ersten Konstitution der ersten Großloge von England. Dieses Dokument ist eine Art Chronik der Freimaurerei und wurde von James Anderson im Jahre 1723 geschrieben. Wenn wir uns diese Chronik genauer anschauen, verstehen wir auch, warum so viele biblische Symbole in den Freimaurerlogen zu finden sind. Da es sich bei diesem Dokument um eine Chronik handelt, wollen wir natürlich auch chronologisch vorgehen und mit dem ersten Freimaurer der Menschheitsgeschichte beginnen, der laut James Anderson niemand anderes war als Adam. So heißt es: Adam, unser Vater, muss die freien Künste, besonders die Geometrie, in seinem Herzen getragen haben, denn er lehrte zweifellos seine Söhne die Geometrie. Kain baute eine Stadt, die er nach dem Namen seines ältesten Sohnes Enoch nannte. Seth war nicht weniger unterrichtet, er betrieb Geometrie und Astronomie. Die Familien beider bestätigen sich als Bauleute, bis Noah die Arche baute, die sicherlich nach den Gesetzen der Baukunst errichtet war. Noah und seine drei Söhne retteten die vorsintflutlichen Kenntnisse der Baukunst in die neue Welt. Während Adam also der erste Freimaurer gewesen sein soll, so sollen Kain, Seth und auch Noah und seine Söhne Freimaurer gewesen sein, die ihre Freimaurerlehre nach der Sintflut bewahrt und verbreitet haben. Schauen wir also mal, wie es nach der Sintflut laut dieser Freimaurerchronik weiterging. 101 Jahre nach der Sintflut finden wir Bauleute im Tale zu China, die dort den berühmten Turm bauten, nämlich den Turm zu Babel. Aber nachdem sie 53 Jahre daran gebaut hatten, trat die Sprachverwirrung ein und überall waren jetzt Bauleute tätig, so besonders unter der Leitung Nimrods. An den Ufern des Euphrat und Tigris blühten jetzt Gelehrtenschulen der Chaldäer und Magier, deren Weisheiten auch zu den Ägyptern gelangten. Auch Nimrod soll also ein Freimaurer gewesen sein, weswegen er also praktisch denselben Glauben vertrat wie Adam oder Noah. Laut Bibel ist Magie und Zauberei zwar streng verboten, aber laut James Anderson gehört diese okkulte Lehre ebenfalls zur Freimaurerei, die auch in Ägypten sehr beliebt war, weswegen auch die Pyramide mit dem allsehenden Auge heute ein bekanntes Symbol der Freimaurerei ist. Schließlich gehen die Freimaurer davon aus, dass es Freimaurer gewesen sind, die für den Bau der Pyramiden von Ägypten verantwortlich waren. Weiter heißt es: Auch Abraham lernte die Baukunst in Ur. Die Juden glauben sogar, dass er die Ägypter in der Geometrie unterrichtet hat. Auf dem Marsche durch die Wüste inspirierte Gott die beiden Jünglinge Bezalel und Aholiab beim Bau der Stiftshütte. Den Grundriss hierzu hatte Gott dem Moses gezeigt, der deshalb der General Master Mason wurde. Unter Großmeister Moses zogen sie durch die Wüste, oft von ihm zur Hauptloge berufen. Abraham und Moses waren also angeblich ebenfalls Freimaurer und Moses war sogar ein Großmeister der Freimaurer, weswegen also auch die Stiftshütte ein Projekt von Freimaurern gewesen sein soll. Und wie sieht es mit dem Salomonischen Tempel aus, der ja eine wichtige Rolle in der Freimaurerei spielt? Schauen wir mal. Denn weiter heißt es: Die Juden waren ein Volk von Bauleuten. Salomo war seinem Freunde Hiram von Tyrus sehr verpflichtet, denn er sandte ihm Maurer und Zimmerleute und vor allem seinen Baumeister Hiram, den vollendetsten Maurer der Welt. Und Salomo weihte den Tempel. Um diese Zeit war Salomo Großmeister der Loge von Jerusalem, Hiram von Tyrus Großmeister der Loge von Tyrus und Hiram Abiv war der Leiter des Baues, Master of Work. Auch der Salomonische Tempel soll also ein Freimaurerprojekt gewesen sein. Salomo selbst wird in diesen Chroniken als Großmeister der Loge von Jerusalem bezeichnet, während Hiram der Großmeister der Loge von Tyrus gewesen sein soll, der als vollendetster Freimaurer der Welt bezeichnet wird und deswegen auch heute noch die verehrteste Persönlichkeit der Freimaurerei verkörpert. Schauen wir mal, was die Bibel über seine Stadt Tyrus zu sagen hat. In Jesaja 23 heißt es ab Vers 8: Wer hat dieses über Tyrus beschlossen, die Kronenspenderin, deren Kaufleute Fürsten und deren Händler die vornehmsten der Erde waren? Am Ende von 70 Jahren wird es Tyrus ergehen, wie es in dem Lied von der Hure heißt. Denn es wird geschehen am Ende der 70 Jahre, da wird der Herr Tyrus heimsuchen und sie wird wieder zu ihrem Hurenlohn kommen und wird mit allen Königreichen der Erde
die auf der Erde ansässig sind, Hurerei treiben, also Unzucht. Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Tyrus wird als Hure bezeichnet, die mit den Völkern Unzucht treibt und deren Kaufleute die vornehmsten der Erde sind. Könnte Tyrus vielleicht ein Abbild auf die Hure Babylon sein, die große Stadt, die in der Endzeit wieder auftauchen wird? In Offenbarung 17 ab Vers 1 und in Kapitel 18 ab Vers 11 heißt es nämlich über die Hure Babylon: Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben. Babylon die Große, die Mutter der Huren, und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Die Gemeinsamkeiten zwischen Tyrus und der Hure Babylon sind also kaum zu übersehen. Erstaunlich ist auch, welche Städte damals die Kunden von Tyrus gewesen sind, denn eine dieser Städte war Eden. Schauen wir mal, was Tyrus unter anderem verkauft hat. So heißt es in Hesekiel 27 ab Vers 22: Die Kaufleute von Saba und Rama waren deine Kunden, die Kunden von Tyrus. Sie haben allerlei Edelsteine und Gold für deine Ware gegeben. Haran, Kane und Eden sind deine Kunden gewesen. Sie trieben mit dir Handel mit prächtigen Gewändern, mit Mänteln aus blauem Purpur, mit Schiffsstauen und festgedrehten Seilen im Tausch gegen deine Waren. Tarsisschiffe zogen für dich dahin mit deinen Tauschwaren. Selbst Eden hat also mit Tyrus Handel betrieben. Wir haben außerdem gelesen, dass Schiffe nach Tyrus kamen und im Tausch für die Waren unter anderem Edelsteine, Gold und Mittel aus Purpur dargebracht haben. Schauen wir nochmal ins Buch der Offenbarung, wo es in Kapitel 18 ab Vers 15 über die Hure Babylon heißt: Die Verkäufer dieser Waren, die von ihr reich geworden sind, werden weinen und trauern und sagen: Wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit Purpur und übergoldet mit Gold und Edelstein und Perlen. Und jeder Kapitän und die ganze Menge derer, die auf den Schiffen sind, und die Matrosen und alle, die auf dem Meer arbeiten, riefen: Wer war der großen Stadt gleich? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und riefen weinend und trauernd: Wehe, wehe, die große Stadt, in der alle, die Schiffe auf dem Meer hatten, reich gemacht wurden durch ihren Wohlstand. Denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden. Hiram und Tyrus sind also Abbilder auf den Antichristen, der sich in den Tempel Gottes setzen wird, sowie auf die Hure Babylon, die Unzucht treiben wird mit den Kaufleuten der Erde. Es sollte uns also nicht wundern, wenn die Freimaurer mit dem Antichristen unter einer Decke stecken. Doch machen wir weiter mit der Chronik der Freimaurer. So wird außerdem berichtet: Nach dem Tempelbau zerstreuten sich die Bauleute nach Mesopotamien, Assyrien, Chaldea, Kleinasien, Griechenland, und viele Könige und Fürsten nahmen sie auf, ließen von ihnen bauen und wurden so Großmeister, jeder in seinem Lande. Sogar in Indien waren Freimaurer zu finden. Aber nirgends wurde die Kunst Israels wieder erreicht. Der große Monarch Nebukadnezar wurde Großmeister in seinem Lande und ließ viele Bauten errichten. Adam, Kain, Seth, Noah, Nimrod, Abraham, Moses, Salomo, Hiram und auch Nebukadnezar sollen also alles Freimaurer gewesen sein. Es sollte uns also nicht wundern, wenn sogar Jesus für diese Logen ein Freimaurer war, so wie Muslime heute behaupten, dass Adam, Moses, Abraham, Jesus und so weiter alles Muslime gewesen sind. Die größte Verführung kommt also nicht von Atheisten, sondern von Menschen, die die Bibel für ihre Lehren missbrauchen und Lügen verbreiten, um selbst ihre eigenen Anhänger zu manipulieren. So schrieb der 33-Grad-Freimaurer Albert Pike im Buch Morals and Dogma auf Seite 104 folgendes: Die Freimaurerei benutzt falsche Erklärungen und Fehlinterpretationen ihrer Symbole, um jene irre zu führen, die es nur verdienen, irre geführt zu werden. Die Wahrheit ist nicht für diejenigen, die unwürdig oder unfähig sind, sie zu empfangen oder sie gar zu pervertieren. So verbirgt die Freimaurerei eifersüchtig ihre Geheimnisse und führt eingebildete Ausleger absichtlich in die Irre. Während die Hochgrad-Freimaurer ihre Logenbrüder der unteren Grade absichtlich in die Irre führen und ihre wahre Lehre verdrehen, damit deren Erkenntnis unter den Freimaurern der hohen Grade nicht nach unten gelangt, so ist unser Gott natürlich ganz anders. Denn in Sprüche 8 ab Vers 8 und im 1. Timotheusbrief Kapitel 2 ab Vers 3 heißt es: Alle Reden meines Mundes, spricht Gott, sind gerecht. Es ist nichts Verkehrtes noch Verdrehtes darin.
Den Verständigen sind sie alle klar, und wer Erkenntnis sucht, findet sie richtig. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Freimaurer teilen ihre Erkenntnis nur mit Auserwählten der hohen Grade, doch Gott möchte, dass wir Christen unsere Erkenntnis mit allen Menschen auf der Welt teilen, damit alle Menschen durch die Wahrheit gerettet werden, nämlich durch das Evangelium des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Und genau dieser Stein, Jesus, das Fundament unseres Glaubens, der zum Eckstein geworden ist, haben die Bauleute verworfen, weswegen die Freimaurer auch nicht erleuchtet sind, sondern von Luzifer hinters Licht geführt wurden. Sie machen nun nach, was auch in der Bibel geschrieben steht. So arbeiten die Freimaurer heute an einem geistigen Bauwerk und betrachten sich in ihren Logen dabei selbst als lebendige Steine. Auch das sollte uns bekannt vorkommen. Denn im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 4 und in Epheser 2, Vers 19 heißt es: So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Luzifer lässt sich also nichts Neues einfallen, sondern verdreht nur, was in der Bibel geschrieben steht, für seine Zwecke, um Menschen zu verführen. Denn natürlich gibt es auch viele Freimaurer, die gute Absichten haben und an sich selbst arbeiten wollen. Doch es ist genauso, wie es im Buch Hiob, Kapitel 30, Vers 26 geschrieben steht: Denn die Freimaurer haben auf Gutes gehofft und es kam Böses. Sie warteten auf das Licht und es kam Finsternis. Deswegen sollten wir keine Lehre von Freimaurern glauben, sondern unserem Herrn Jesus Christus vertrauen, der in Johannes 8, Vers 12 sagte: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und so bete ich dafür, dass viele Freimaurer ihre Logen verlassen und sich lieber einer Gemeinde anschließen, damit sie am wahren Bauwerk Gottes arbeiten, nämlich am Königreich Gottes auf Erden. Kommen wir nochmal zurück zur Chronik der Freimaurer. So schreibt James Anderson außerdem: Augustus Caesar war Großmeister der Loge von Rom. Jakob VI. Von Schottland war ein Mason King. König Karl I. war ebenfalls ein Freimaurer. Man müsste viele Bände füllen, um zu beschreiben, welch mächtigen Einfluss die Maurerei von Beginn der Welt ausgeübt hat. Denn wenn man natürlich davon ausgeht, dass die Freimaurerei zurückgeht bis zu Adam und dass die Pyramiden Ägyptens und die Tempel Israels Freimaurerprojekte waren, dann fühlt man sich natürlich als etwas ganz Besonderes und als Teil eines großen Projektes. Doch was James Anderson hier über die Freimaurer schreibt, schrieb Johannes auch über Jesus. In Kapitel 21, Vers 25 heißt es: Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eins nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Und da die Freimaurer diesen Eckstein und Sohn Gottes, Jesus Christus, verworfen haben, arbeiten die Freimaurer an einer neuen Weltordnung für Luzifer, aber nicht für Gott. Deswegen würde ich jedem Freimaurer raten, schnell die Seiten zu wechseln. Im Psalm 2 heißt es ab Vers 1: Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten, nämlich gegen den Messias. Sie sprechen: Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Doch der im Himmel thront lacht, der Herr spottet über sie, küsst den Sohn, nämlich den Sohn Gottes, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen? Wohl allen, die sich bergen bei ihm. Nämlich bei Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes, der bald zurückkommen wird, um die Welt zu richten, den Antichristen zu beseitigen, den Satan in Ketten zu legen und um mit seinem Volk eine neue Weltordnung für Gott aufzubauen, nämlich das Königreich Gottes auf Erden. Mögen noch viele Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, denn die Wahrheit kommt bald ans Tageslicht und das Wahr ist und bleibt Yeshua HaMashiach, Jesus Christus. Amen und Gottes Segen.